Bei IOTA hat sich im November einiges getan. Die Kryptowährung MIOTA hat sich in einem relativ schwachen Kryptomarkt in den letzten Wochen relativ gut behaupten können, auch weil Anfang 2022 einige wichtige Änderungen bei IOTA anstehen. Und um welche Neuerungen es da konkret geht, genau über dieses Thema sprechen wir gleich nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es, wenn man um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, IOTA möchte ja das Basis für das Internet der Dinge sein und um diese Vision erfüllen zu können, sind natürlich diese Smart Contracts, also diese schlauen Verträge erforderlich, die auf der Blockchain laufen. Nun ist IOTA keine Blockchain, sondern ein Tangle und darum laufen einige Dinge bei IOTA anders als zum Beispiel auf Ethereum. So ist es so, dass diese IOTA Smart Contracts quasi als eigenständige Blockchains fungieren, wenn man so will, die quasi nur an den Tangle drangehängt werden. Und wenn sich Änderungen an diesen Smart Contracts ergeben, also sich der Status dieser schlauen Verträge ändert, dann wird das Ganze nur als Hash im Tangle gespeichert. Und das hat den großen Vorteil, dass hier keine großen Kalkulationen, Berechnungen erforderlich sind, sondern diese Smart Contracts werden quasi nur von einigen Committee-Nodes ausgeführt, also nicht das ganze Netzwerk muss jeden Smart Contract verarbeiten und so weiter. Und dadurch wird schon einmal der Base Layer wesentlich entlastet und das ist schon einmal ein ganz großer Vorteil dieses Aufbaus dieser IOTA Smart Contracts. Zum anderen weisen diese IOTA Smart Contracts einige weitere Besonderheiten auf. Zum einen sind diese Smart Contract Chains relativ flexibel gestaltbar, also ich kann hier meine eigene Token-Ökonomie haben, sogar meine eigene Gebührenstruktur haben und die Ausführung dieser Smart Contracts kann sogar kostenlos sein, also die Ausführung, wie gesagt, erfolgt ja über diese Committee-Nodes und das Ganze ist darüber hinaus sehr flexibel für Entwickler, also die Entwickler können hier ihre bevorzugte Programmiersprache im Prinzip verwenden, also unterstützt werden unter anderem die Programmiersprache Go und auch Rust. Rust ist ja sehr stark im Kommen bei Entwicklern, weil das Ganze einfach für Mobile Apps eher geeignet ist. Zudem wird auch diese Ethereum Virtual Machine, also die EVM, unterstützt und das bedeutet, alle, die in der Programmiersprache Solidity geschriebenen Smart Contracts können dann auch auf IOTA eingesetzt werden. Also man muss quasi nur den Code 1:1 kopieren und kann das dann in IOTA verwenden. Und ein weiterer großer Vorteil ist, dass diese einzelnen Smart Contract Chains untereinander interoperabel sind. Also das Ganze ist zusammensetzbar und damit können diese ersetzt von einem Smart Contract in den anderen relativ reibungslos bewegt werden. Und das sind so die drei großen Vorteile dieses Smart Contract Systems von IOTA. Also sehr flexibel durch diese Programmiersprachen, die hier unterstützt werden, dann skalierbar, weil das Ganze nicht durch das Netzwerk begrenzt ist und untereinander kompatibel, interoperabel, sodass Assets reibungslos zwischen den einzelnen Smart Contracts getauscht und bewegt werden können. Anfang November hat ja IOTA ein neues Framework vorgestellt, mit dem aus dem Mainnet ein Multi-Asset-Ledger mit Smart Contract und Cross-Chain-Transfer-Funktion werden soll. Also im Detail geht es um die Frage, wie bestimmte Assets in IOTA tokenisiert und behandelt werden sollen. Also IOTA hat ja da einen gleichen oder ähnlichen Ansatz wie Cardano, dass eben Tokens gleich behandelt werden wie der Coin selbst. Und ich möchte jetzt da nicht mehr im Detail darauf eingehen, denn mein YouTube-Kollege Chris Müller hat dieses Thema schon ganz eindringlich behandelt. Und wenn ihr ein IOTA-Fan seid, dann kann ich euch seinen Kanal nur wärmstens empfehlen. Schaut bei ihm vorbei, er freut sich ganz bestimmt. Bevor wir jetzt gleich über das Thema IOTA Staking sprechen, noch ein kurzer Blick auf den IOTA-Chart, denn ein MIOTA, also ein Mega-IOTA, wurde ja zuletzt bei etwa 1,40 Dollar gehandelt und es scheint sich ein neuer Aufwärtstrend bei IOTA abzuzeichnen. Und wie sich das konkret darstellt, genau das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den IOTA-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance und heute ist der 23. November am Dienstagvormittag und wir sehen den IOTA-Kurs etwas leichter
bei 1,37 Dollar, nachdem sich IOTA in den letzten Wochen doch relativ robust gegen diesen allgemeinen Abwärtstrend im Kryptomarkt behaupten konnte. Ich habe hier bei 1,20 Dollar eine rote Unterstützungslinie eingezeichnet, weil diese Kursmarke den IOTA-Kurs seit Anfang Oktober eigentlich relativ gut gestützt hat. Und jetzt scheint sich eventuell ein neuer Aufwärtstrend abzuzeichnen. Also IOTA hat sich über diese 50-Tage-Linie geschoben. Das ist diese blaue Linie. Und gestern waren wir auch schon deutlich bei über 1,50 Dollar. Und jetzt ist natürlich die Frage, legt IOTA nochmal einen Kurssprung hin, wie wir das Anfang September gesehen haben? Und dafür schauen wir uns jetzt die einzelnen Indikatoren genauer an. Der Trendfolgeindikator MACD hat am Vortag ein Bullish Crossover angedeutet. Das ist aber noch etwas uneinheitlich. Also ich würde hier noch ein, zwei Tage abwarten, ob sich dieses Signal auch bestätigt. Aber bislang sieht das hier positiv aus. Also der MACD deutet eher auf steigende Kurse hin. Der RSI Relative Stärkeindex hat sich im November stabilisiert hier unten und momentan eher ein neutrales Zeichen, würde ich sagen. Also der RSI hat sich hier in den letzten Wochen stabilisiert und das On-Balance Volumen OBV ist aber bullish. Seit 2021 sehen wir einen Aufwärtstrend. Zur Jahresmitte im Sommer haben wir eine Konsolidierung gesehen. Und seit etwa Ende Juli ist das OBV wieder im Aufwärtstrend und dieser hat sich auch zuletzt nochmal beschleunigt. Und das sagt uns, dass die Großanleger, die institutionellen Anleger zuletzt auf der Kaufseite vermehrt unterwegs waren. Und das können wir auch an diesen grünen hohen Kerzen sehen, dass hier gekauft wurde. Und zwar meiner Meinung nach nicht nur von den Privatanlegern, sondern auch von den institutionellen Anlegern. Das Ganze spiegelt sich auch im Check-in Money Flow wieder im CMF, das wir hier sehen. Denn seit Ende Oktober hat sich wieder Kaufdruck bei IOTA aufgebaut. Das ist natürlich ein positives Zeichen. Und das 50-Tage-Momentum hat sich Ende Oktober auch wieder stabilisiert und ist jetzt in einem Aufwärtstrend übergegangen. Und das sagt uns, dass der Markt tendenziell nach oben möchte. Und damit stehen die meisten Ampeln eigentlich auf grün und auch wenn wir uns das längere Zeitfenster ansehen, das ist jetzt der Binance-Wochenchart, dann können wir erkennen, dass sich IOTA Mitte 2020 stabilisieren konnte und seit Ende 2020 in einem Aufwärtstrend übergegangen ist. Der hat sich dann auch Anfang 2021 fulminant beschleunigt. Also wir haben hier teilweise eine Kursexplosion gesehen. Die Kurse sind parabolisch nach oben gelaufen, über 2,60 Dollar im April. Und wie immer, wenn wir einen parabolischen Anstieg sehen, dann folgt meistens auch eine deutliche Korrektur. Und das ist dann auch passiert im Frühjahr bzw. Juni, Sommer dieses Jahres waren wir dann wieder bei 60 Cent. Aber jetzt befindet sich IOTA wieder in einer Aufwärtsbewegung und auch der MACD sieht hier noch positiv aus auf Wochensicht. Das muss man hier abwarten, wenn es hier zu einem Bearish Crossover kommt. Also wenn diese türkise Linie, die orange Linie von oben nach unten schneiden sollte, dann würde meiner Meinung nach IOTA nochmal vor einer Zwischenkonsolidierung stehen. Aber das muss man eben in den nächsten ein, zwei Wochen abwarten. Noch ist dieses Bullish Crossover vom 23. August intakt. Das OBV und Balance Volumen ist aber weiter auch auf Wochensicht im Aufwärtstrend und das ist ein gutes Zeichen und daher sehe ich das Abwärtspotenzial als relativ gering an. Meiner Meinung nach hätte IOTA weiteres Aufwärtspotenzial, wenn diese Marke bei 1,60 Dollar hier oben überwunden werden kann. Man könnte das Ganze hier mit etwas Fantasie als W-Formation auch deuten. Bedeutet, wie gesagt, wenn IOTA diese 1,60 Dollar überwinden kann, dann würde ich hier weiteres kurzes Potenzial nach oben sehen. Und umgekehrt gilt, diese 1,20 Dollar sollten möglichst nicht unterschritten werden, sonst würde sich hier weiteres Abwärtspotenzial in meinen Augen auftun. Insgesamt glaube ich, dass die Nachfrage nach IOTA weiter steigen wird, und zwar
Nicht nur wegen dieses IOTA Stakings, das ja Anfang 2022 anlaufen soll, sondern auch weil IOTA diese Shimmer Genesis NFTs ins Spiel bringt für die Early Adapter. Und dabei geht es darum, dass man hier versucht, die Leute hier reinzuholen, um das Ganze zu testen. Also es sind über 11.000 Genesis NFTs geplant, die hier auf den Markt kommen sollen. Und im Prinzip geht es darum, dass diejenigen Leute, die hier diese NFTs halten und diese Shimmer-Tokens staken, dann mehr Staking-Belohnungen erwarten können. Das ist eine Art Booster, die einfach dazu führen, dass man hier mehr Staking-Rewards dann bekommt. Und im Prinzip geht es darum, dass diese Anleger, die hier diese NFTs kaufen, direkt in das Ökosystem investieren können und so am Erfolg dieses Projektes beteiligt werden. Also bei IOTA sieht es nach einer Stabilisierung aus. IOTA ist sozusagen ready to bounce, könnte also auf einem neuen Aufwärtstrend stehen. Ich denke, dass die Chancen dafür ganz gut sind und zwar deswegen, weil mit IOTA Staking ein wichtiges Update für Anfang 2022 vor der Türe steht, die tendenziell zu einer höheren Nachfrage nach dieser Kryptowährung MIOTA führen könnten. Über das IOTA Staking sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Hinweis auf unseren Krypto-Report am kommenden Samstag, denn auch beim Bitcoin gab es ja mit diesem Taproot ein wichtiges Upgrade und wie es nach diesem Taproot-Update bei Bitcoin weitergeht. Genau dieses Thema schauen wir uns am kommenden Samstag in unserem Krypto-Report näher an und ihr wisst ja, unter crypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor kostenlos eintragen und dann bekommt ihr unsere neueste Ausgabe jeweils immer kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Zurück zum Thema IOTA Staking. Also das ist ein Update, das voraussichtlich Anfang 2022 kommen wird. Und ab diesem Zeitpunkt können dann alle IOTA Token Besitzer ihre Coins staken. Das Ganze funktioniert aber nur mit der Firefly Wallet Ledger. Diese Hardware Wallet wird, glaube ich, auch unterstützt. Aber ihr müsst eure Coins von der Börse nehmen und in diese Firefly Wallet begeben. Und dann werdet ihr einen Button staken vorfinden, den ihr dann drücken müsst. Dann wird das Ganze ausgelöst und als Belohnung bekommt ihr dann diesen Shimmer Token. Also man ruft dann quasi ein neues Netzwerk ins Leben und zwar das Shimmer Netzwerk. Und das ist quasi ein neues Incentivized Testnet für IOTA. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht man das? Und die Antwort ist relativ einfach. Man hat zwar schon ein Nectar Testnet, in diesem Testnet tummeln sich aber hauptsächlich Entwickler, also die Teilnehmerzahl ist da relativ begrenzt. Und mit diesem Shimmer-Netz versucht man einen Anreiz zu schaffen über diesen Token, der dann voraussichtlich auch an den Börsen gehandelt werden wird, um einfach Early Adapter hier in dieses Netzwerk reinzubekommen, damit mehr Leute dezentrale Anwendungen, Updates und so weiter testen. Und die Grundidee dahinter ist einfach, wenn mehr Leute diese ganzen Neuerungen testen, dann werden Fehler, Bugs schneller gefunden und die schneller behoben und diese ganze Entwicklung kann dann viel schneller voranschreiten. Diese Apps können dann viel schneller dann letztendlich auf das Mainnet kommen. Das gleiche gilt natürlich für Updates und da erhofft man sich eben von diesem neuen Shimmer-Netzwerk entsprechende Vorteile. Das ist ähnlich vom Konzept her aufgebaut, wie Polkadot das mit seinem Kusama-Testnet macht. Also man schafft hier einen neuen Anreiz über den Token, damit hier Leute diese Apps testen und so dabei helfen, dass die Entwicklung schneller voranschreitet. Wie sehen jetzt die Belohnungen für die IOTA-Tokenhalter konkret aus? Also es ist so, wenn ihr ein MIOTA über die Firefly Wallet staked, dann bekommt ihr alle 10 Sekunden einen Shimmer-Token, einen SMR-Token als Airdrop gutgeschrieben und das über 90 Tage lang. Erst nach 90 Tagen ist Schluss mit dem Airdrop. Das bedeutet, wenn ihr dann diesen Shimmer-Token haben wollt, dann müsst ihr den von jemand anderes kaufen, entweder über die Börse oder anderswo. Und wichtig an dieser Stelle ist, dass eure Coins, eure IOTA-Coins nicht gesperrt sind, also es gibt hier keine Sperrfrist, bedeutet, ihr könnt das Staking jederzeit beenden und eure Coins woanders hinbewegen, verkaufen und so weiter. Und das ist ähnlich wie bei Cardano auch mit eurem Stake, hier könnt ihr die Coins ebenfalls jederzeit bewegen.
Ganz wichtig, und jetzt wird es wirklich interessant, ist, dass wenn ein Startup hergeht und ein eigenes Projekt auf IOTA entwickeln möchte und hier das Shimmer-Netzwerk nutzt, dann habt ihr die Chance auf einen weiteren Airdrop, wenn dieses Projekt sich für einen eigenen Token entscheidet und diesen Token dann quasi als Airdrop an die IOTA-Token-Besitzer weitergibt. Wie bereits kurz auf meinem Bildschirm angedeutet, habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit, eure Staking Rewards zu steigern, und zwar indem ihr diese ganz speziellen Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, erwerbt, die ab dem 26. November zum Verkauf angeboten werden. Also es gibt hier drei verschiedene Varianten. Also diese Gold-Edition kostet $3.000, Silber $2.000 und die Bronze-Edition ist für $1.000 zu haben. Und zusätzlich, glaube ich, gibt es auch noch ein Shirt dazu. Und jetzt ist es so, wenn ihr Besitzer einer dieser NFTs seid, wie zum Beispiel ein Gold-NFT habt, und zugleich staked, dann habt ihr eine Chance auf eine 15% höhere Staking-Belohnung. Und wenn ihr zwei Gold-NFTs habt, kann es sein, dass ihr eine 30% höhere Belohnung bekommt. Also diese Prozentzahlen werden dann noch von der Shimmer-Community quasi via Abstimmung dann letztendlich festgelegt. Insgesamt ist es so, dass 75% dieses NFT-Verkaufs in IOTA bzw. Shimmer zurückfließen und dann dezentral autonom verwaltet werden, diese Gelder, und 25% sollen in zukünftige NFT-Projekte bzw. Kostendeckung fließen. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. IOTA 2.0 rückt mit großen Schritten näher. Ich denke, dass IOTA mit seinem Leaderless-Konsensus-Mechanismus, Datendurchsatzraten von über 1000 Transaktionen pro Sekunde und mit kostenlosen Transaktionen auf dem Base Layer nach wie vor eine ideale Lösung für das Internet der Dinge ist. Ich erachte IOTA neben IOTEX nach wie vor als das stärkste Projekt in diesem Bereich, und ich denke, dass IOTA im nächsten Jahr den Durchbruch schaffen kann. Ich bin da nach wie vor zuversichtlich und ich glaube, dass IOTA bei einer Market Cap von etwa knapp 4 Milliarden Dollar eher unterbewertet ist. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann hätte mich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr derzeit die Lage bei IOTA? Glaubt ihr, dass IOTA im nächsten Jahr den Durchbruch schafft? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich, wenn man an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann voraussichtlich um den Bitcoin. Zuletzt gab es ja auch positive Nachrichten aus El Salvador, aber es gab auch viel Kritik, zum Beispiel von Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton. Und genau dieses Thema schauen wir uns dann am kommenden Donnerstag voraussichtlich näher an. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.